wir sind heute schon in der Post-PC-Ära. Wir haben also nicht mehr den persönlichen Computer. Gucken Sie in Ihre eigene Tasche. Dort haben wir 5, 6 Computer. Dann gehen Sie ins Auto, sind Sie von 70 Computern umrundet. Dann gehen Sie in den Airbus, da haben Sie 300 Computer um sich herum. Man kann sich vorstellen, dass in Zukunft in so einer Smart Factory das wie auf einem Marktplatz funktioniert. Dass nämlich dort die Maschinen ihre Dienste anbieten und dann ein Produkt wie so eine Art Einkaufsliste sagt, ja, das und das möchte ich, dass das aus mir wird. Also konkretes Beispiel, Sie wollen ein Auto produzieren, dann haben wir zunächst mal nur das Chassis, ja, und jetzt muss das lackiert werden. Da müssen bestimmte Felgen draufgezogen werden. Ein bestimmter Motortyp soll eingefügt werden, Diesel oder Kraftstoff, verschiedene Stärken. Dann soll das Cockpit in einer besonderen Ausstattung erscheinen. Alles das trägt praktisch das Chassis schon mit sich, fährt dann quasi durch die Fabrik und guckt sich an, ja, wer kann mich denn lackieren? Ist die Maschine gerade frei? Ich will aber eine Sonderlackierung haben. Da muss ich ja zu dieser Maschine hin und so weiter. Das heißt, es ist Angebot und Nachfrage. Und was ist der Vorteil einer solchen Vorgehensweise? Ich kann geringe Losgrößen, das heißt nur wenige Exemplare eines einzelnen Typs, zu sehr günstigen Kosten herstellen, ohne die Produktion ständig umprogrammieren zu müssen. Das ist der Witz, den wir wollen. Man kann sozusagen als Vision sagen, dass Deutschland als modernster Produktionsstandort in einigen Jahren dastehen wird, dass wir in sehr hoher Qualität, denn Billigprodukte wollen wir nicht produzieren, das lohnt sich in Deutschland nicht, Premiumqualität, durchaus auch etwas teurer, aber dafür extrem individualisiert. Die Elektronik nimmt dem Fahrer doch sehr viel ab. Er hat zwar noch das Gefühl, er fährt das Fahrzeug, in Wirklichkeit sind aber ganz stark die elektronischen Systeme, die untereinander kommunizieren schon und arbeiten. Und das wird weitergehen. Wir arbeiten ja jetzt daran, eine neue Generation von Autos, die durch Auto-zu-Auto-Kommunikation wichtige Informationen austauschen. Wir streben damit das Null-Tote-Auto an, weil ein Auto das andere von Gefahren informiert. Wir haben heute 120 Gefahren, Quellen auf Autobahnen, die ein Auto automatisch feststellt und dann wie in einem sozialen Netz, Sie können sich das wie auf Facebook vorstellen, das Auto ist im Facebook, ein anderes Auto auch und die tauschen jetzt Nachrichten aus, Achtung, in 2 Kilometer liegt ein Gegenstand auf der Autobahn und das geht schneller natürlich, als bis die Polizei das in irgendwelche Funksysteme einsteuert. Warum? Weil ja das Auto stellt es fest und teilt es dann automatisch über Internet mit. Wir haben also in den Fahrzeugen solche Funkeinrichtungen. Und da sehen Sie wieder zurück zur Industrie 4.0 die Verbindung. Denn ein solches Auto wird immer stärker zum Hybridprodukt. Es wird mit einer Smart Factory produziert. Aber im Endeffekt ist es selbst wieder ein cyberphysisches System. Denn es hat Software und Hardware. In Zukunft, sage ich immer, wird ein Auto beispielsweise öfters zum Software-Update müssen als zum Ölwechsel. Beispiel, BMW ist die erste Firma weltweit, die hat ja schon einen App-Store. Da können Sie also Apps für Ihr Fahrzeug laden. Zum Beispiel neue Fahrerassistenzsysteme in Zukunft, aber auch Ihr Cockpit. Wenn Ihr Sohn mit dem BMW fährt, dann ist er vielleicht in Pink angestrichen und hat Digitalanzeige. Wenn Ihre Frau fährt, die will es vielleicht anders haben. Das heißt, das Auto passt sich an, durch Apps gesteuert. Das ist heute keine Kunst mehr. Wir können Motortuning machen, das Auto fährt schneller oder langsamer, alles durch Software gesteuert. Also das ist ein tolles Geschäftsmodell, weil wir ja in der Domäne der Apps, wie wir sie aus USA, sprich Tablets oder Smartphones kennen, dort hat Deutschland nicht viel Erfolg, muss man sagen. Aber unsere Domäne ist der Maschinenbau und die Autos. Und dort können wir natürlich das Prinzip der Apps genauso verwirklichen und dadurch neue Wertschöpfung schaffen. In der Smart City ist es so, dass wir dort natürlich auch intelligente Infrastruktur, intelligente Straßen haben. Diese Straßen sind nicht mehr mit Ampeln unbedingt auszustatten, sondern wir können bei der Elektromobilität in intelligenten Städten es eigentlich bewirken, dass wir die Autos an Kreuzungen so steuern,
elektronisch, dass eigentlich zum Beispiel das lästige Warten, was ja ökologisch sehr schlecht ist, sehr viel Energie wird verbraucht durch Stillstand, eigentlich nach Ihrem Beispiel Bangalore, sozusagen, die fahren ja auch ohne Ampeln, das sieht zunächst mal chaotisch aus, aber der ist wie in einem Ameisenstaat. Ja, jeder bringt ein gewisses Maß an Intelligenz mit und der Verkehr regelt sich selbst, ohne dass man jetzt große Ampelsysteme aufbaut. Das ist eine ganz neue Art des Umgangs. Zweites sehr schönes Beispiel, in solchen Smart Cities werden wir auch Roadtrains haben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Elektroautos spontan zusammenzukoppeln, nach dem ICE-Prinzip, aber dann wieder auseinanderzukoppeln. Wir haben also mit großem Erfolg dieses vorgeführt und da YouTube ist eines der meist abgerufenen Videos, wenn Sie mal gucken, EO, dann werden Sie sehen, da sind also 8 Autos, die zusammenfahren. Plötzlich kommt auf einer Rampe ein anderes Auto angefahren, koppelt sich an diese Menge an und dann will einer, der an der zweiten Reihe ist, wieder abbiegen, dann wird er ausgekoppelt und die Schlange zieht sich wieder zusammen. Was soll das Ganze? Ich fahre natürlich viel ökologischer, wenn ich mich zusammenschließe mit anderen, der Windwiderstand wird ja geringer. Ich kann sogar unterwegs einen Energieausgleich machen. Ich kann also meine Batterie, die vielleicht ein bisschen leer ist, mir durch andere wieder laden lassen. Also ganz tolle Aussichten und natürlich gibt es andere Aspekte in der Smart City, wie die urbane Produktion. Wir wollen ja durch Industrie 4.0 und diese emissionsfreie, ressourcenschonende Technologie wieder die Fabrikation in die Städte zurückbringen. Also was hier in Berlin in den 20er Jahren früher war, dass die Metallverarbeitung ja mit in der Stadt, früher Berlin Mitte gab es die Borsigwerke, die haben ja dort Stahlproduktion gemacht. Ja, das ging da nicht mehr, da waren die Schlote, die Luftverschmutzung. Und heute können wir aber das wieder zurückbringen. Was soll das Ganze? Smart City heißt nämlich auch, dass der Mitarbeiter nicht riesen Pendelwege. Heute müssen wir in die Fabriken, gibt es viele Mitarbeiter, die müssen kilometerweit außerhalb der Stadt in die Fabrik und dann abends fahren sie wieder zurück. Riesenstau, CO2-Problem, wenn wir die Produktion zurück in die Städte verlagern, urbane Produktion, dann kann der Mitarbeiter zu Fuß oder mit Fahrrad in die Fabrik fahren.